Arnold Schönbergs überragende Bedeutung als Komponist und Lehrer ist heute allgemein anerkannt. Sein Einfluss auf alle Sparten der Musik des 20. Jahrhunderts kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Seine Werke bieten zwar immer noch Anlass für Diskussionen, doch sind die extremen Auseinandersetzungen selten geworden, die der Komponist Zeit seines Lebens ertragen musste. Überwältigende Erfolge und unglaubliche Skandale, auch mit antisemitischer Zielrichtung. Obwohl Schönberg kein Pianist war, er spielte in der Jugend Geige und Cello, sind seine ersten Kompositionen Stücke für Klavier. Insofern nehmen auch seine späteren Klavierwerke eine Sonderstellung ein, weil sie als Prototypen eines jeweils neuen Stils gelten können. Der erste Teil des Konzerts zeigt die Entwicklung vom Spätromantiker über die atonale Phase bis zum Beginn der seriellen Kompositionsweise. Die drei Klavierstücke aus dem Jahre 1894, da war er 20 Jahre alt, wurden im Nachlass des Komponisten gefunden und erst vor über 30 Jahren zum ersten Mal veröffentlicht. Unter dem Eindruck der späten Klaviermusik von Brahms sind sie entstanden. Noch vor Schönbergs Lehrzeit bei Alexander Zemlinsky, noch vor seiner intensiven Auseinandersetzung mit Richard Wagner. Der junge Komponist war damals noch Angestellter bei einer Bank. Die drei Klavierstücke setzen Andantino, Andantino Grazioso und Presto. Thank you.
Thank you.
am Beginn seiner ersten tonalen Schaffensbildung. Die so bedeutende Werke wie das Streichsextett, die verklärte Nacht, die hört man ja sehr oft, die Gurre-Lieder, ein Riesenwerk für zwei riesige Chöre und ein Riesenorchester, das ist heuer in München aufgeführt worden, tolle Aufführung von James Levine, oder die Kammersinfonie Opus 9, Werke aus dieser Zeit, die Streichquartette und noch etliches andere, was große Erfolge hatte, auch später, als er schon atonal komponiert hatte, wurden diese Werke eine Woche vorher ein Skandal, zwei Wochen später ein Riesenerfolg mit irgendeinem großen Werk aus seiner tonalen Periode. Die endet sozusagen mit einem zweiten Streichquartett, Opus 10, aus dem Jahr 1907. Hier geht Schönberg allmählich aus der Tonalität heraus. Es beginnt die zweite Schaffensperiode, die sogenannte Atonale. Aus dieser Zeit stammen nun die drei Klavierstücke. Das sind auch wieder Prototypen. Für Klavier schreibt er zum ersten Mal diese Musik, die sich nicht mehr auf die traditionellen Moll-Gesetze beziehen lassen. Aus dem Jahr 1908, 1909 sind wohl die ersten atonalen Stücke der Musikgeschichte. Nicht nur die traditionellen Harmoniegesetze werden überwunden und durch neue Beziehungen ersetzt, sondern auch die klassischen Formen werden in Frage gestellt und in kleinste Einheiten aufgelöst. Drei Stücke, mäßige Viertel, der erste Satz, mäßige Achtel, zweite, bewegte Achtel, der dritte. Thank you.
so ziemlich bekannt. Er hat einige Porträts, Selbstporträts, dann ein sehr berühmtes Porträt von Alban Berg, das ist ein Schüler, existiert. Aber er hat es eigentlich gemacht, weil er gedacht hat, als Maler kann er vielleicht Geld verdienen, er hat immer Geldsorgen gehabt und es ist eine Werbung für seine Musik. In dieser Zeit hat er auch die 6 kleinen Klavierstücke komponiert. Das sind Miniaturen. Es ist eine Sonderstellung im Schaffen Schönbergs. Miniaturen von nur wenigen Takten, musikalische Aphorismen, die großen Einfluss besonders auf seinen Mitstreiter und Schüler Anton von Webern ausübten. Schönberg selbst verfolgte diese Richtung jedoch nicht weiter. Es drängte ihn zu größeren Formen. In dieser Zeit sind einige Werke auch wiederum sehr berühmt geworden, obwohl sie schon atonal sind. Die 15 Lieder aus dem Buch der hängenden Gärten zum Beispiel, Texte von Stefan Georgi, die 5 Orchesterstücke Opus 16, dann 2 Bühnenwerke, ein Akt der Erwartung und die glückliche Hand und nicht zu vergessen, sehr viel gespielt, 24 Gesänge des Pirol her, die auch zu seinen Lebzeiten schon von Anfang an großen Erfolg hatten. Jetzt die kleinen Klavierstücke, Opus 19, leicht zart das erste, langsam, zweiter Satz. Sehr langsame Viertel, rasch, aber leicht, etwas rasch und sehr langsam. Schönberg schreibt dazu, nach jedem Stück eine ausgiebige Pause und die Stücke dürfen nicht ineinander übergehen.
Schönberg zur Zäsur. Er war sogar kurze Zeit Soldat im österreichischen Heer. Sein Schaffen schien stillzustehen. Viele Fragmente der Zeit, auch sein Oratorium, die Jakobsleiter, was ihm ein Herzensanliegen war, wurde in seinem ganzen Leben nicht mehr fertig. 1920 jedoch setzt die Produktivität erneut ein. Er gründet einen Verein für musikalische Privataufführungen in Mödling, wo damals rund in der Nähe von Wien, mit dem Ziel, neue Musik aufzuführen und das Publikum auch Einblick in das Proben zu geben. Es gab zum Beispiel eine Phase, ich weiß jetzt nicht, welches Stück es war, aber er hat 10 Proben gemacht. Es gab dann keine Aufführung. Die Zuhörer waren immer dabei, um zu hören, wie so ein kompliziertes, modernes Werk aufgeführt werden muss. Das ist auch in dieser Zeit gewesen. Interessant, dass er mit Webern und Alban Berg Walzer von Johann Strauss für kleines Ensemble setzt. Man hört sie übrigens sehr oft jetzt. Die sind glänzend gesetzt, wobei der Kaiserwalzer von Schönberg selber gesetzt fürs Klarinette, Streichquartett, Klavier schon ein ziemlicher Erfolg ist. Ganz wortwörtlich die Musik von Johann Strauss, aber eben in dieser kleinen Besetzung. Und das hat auch eine Bedeutung auf Walzer, für Schönberg sehr typisch ist. Sie werden es jetzt sehen, die 5 Klavierstücke Opus 23. Schönberg experimentiert nun mit Tonreihen. Das erste Stück, sehr langsam, wird gebildet durch 3 Tonreihen verschiedener Länge. Es bildet eine strenge kontrapunktische Form. Eine Reihe ist sogar, glaube ich, 23 Töne, eine andere 17 Töne, eine andere 9 oder so, im ersten Stück. Das zweite Stück, sehr rasch, basiert auf einer Reihe von 9 Tönen. Das dritte Stück, langsam, wirkt wie eine Passacaglia oder Fuge über ein Thema, das ist jetzt schon ein richtiges Thema, von 5 Tönen. Thank you.
Krebs der Reihe beginnt also mit BACH. Nicht nur dieses stark hörbare Motiv, das erscheint auf vier verschiedenen Tonhöhen, sondern auch der Gebrauch der alten Tanzsätze bildet die Verbindung mit Bach und der Barockzeit. Es kommen auch Wiederholungen hervor, also dass es einfach Teile wiederholt werden. Das Preludium, sehr knapp und rasch, ist auch wieder vom Walzerrhythmus geprägt. Gavotte im auftaktigen Zweihalbetakt, etwas gemütlich, wird von einer rascheren Grisette unterbrochen, wobei es sehr gelungen ist, dass die Dudelsack-Quint, Grisette ist ja das Dudelsack-Stück, die Dudelsack-Quint wird vom Tritonus gebildet, der auch zweimal in der Reihe vorkommt. Hier geht es statt der reinen Quint die Idee. Das Menuett, besonders lieblich und einschleichend, wird von einem längsten Kanon mit Latinato-Schrägen abgelöst. Die abschließende Schicht besteht nur mehr aus Partikeln der alten Tanzform. Im Zweihalbetakt zeigt sich durch Betonungs- und Taktwechsel jedoch alle typischen Merkmale der Schicht, wie zum Beispiel die triolische Bewegung, durch Walzereinschübe übersteigert. Nur das Intermezzo sprengt den Rahmen der barocken Suite. Es entspricht eher einem Klavierstück von Brahms im atonalen Gewand. Also die fünf Sätze. Preludium rasch, Gavotte etwas langsam, nicht hastig, Musette rascher, das ist eine Einheit, Intermezzo, gibt es nur eine Metronombezeichnung, Menuett Moderato und Trio. Thank you.
Thank you.
Werk fast ausschließlich zwölftönig. Kammermusik, Orchesterwerke und die Opern von heute auf morgen. Moses und Aaron, ein Werk, das zurzeit sehr erfolgreich und oft abgeführt wird. Zwei Klavierstücke, Opus 33 A und B, 1928 und 31 entstanden, entfernen sich im Klangbild stark von der Strenge des Lied. Jedem Stück liegt eine schwer erkennbare Reihe zugrunde. Wenn wir nicht die Reihenfolge von Schönberg hätten, dann würden wir uns schwer tun, die Reihe in der Reihenfolge zu entdecken. Das ist zwölftönig, das merkt man natürlich schon. Jedem Stück liegt eine schwer erkennbare Reihe zugrunde. Und diese beiden Reihen verhalten sich etwa spiegelbildlich zueinander. Es sind ähnliche Akkordverbindungen, die dadurch möglich. Die Stücke wirken wie ein versöhnlicher Auskern aus einer noch glücklichen Zeit. Schönberg war damals Professor an der Hochschule der Künste in Berlin. Und 1933 musste er emigrieren. Über Paris, in die USA, wo er bis zu seinem Tod 1951 rastlos tätig als Komponist und Lehrer um seine Anerkennung nahm. Berühmt und berüchtigt wird mit dem Namen Schönberg verbunden. Sein Vermächtnis an die Klavierspieler wurde sein Konzert für Klavier und Großes Orchester Opus 42 aus dem Jahr 1942. Ich hatte das große Vergnügen und die große Freude, im Schönbergjahr 1974 dieses Klavierkonzert mit Orchester spielen zu dürfen. Jetzt wird es, heuer wird es zum zweiten Mal schon aufgeführt, das Klavierkonzert. Das war im Frühjahr war es mit Emanuel Ax und James Levine mit den Philharmonikern. Und jetzt kommt, spielt sogar der Barenboim, spielt sogar das Beethoven-Konzert auch noch in diesem Konzert. Es wird im Schönberg gespielt, immer wieder. Dieses Klavierkonzert ist sehr interessant, man sollte es immer wieder hören. Nun, die zwei Stücke, Opus 33a und Opus 33b, mäßig und mäßig langsam. Thank you.
Thank you.
diese Musik so zu lieben. Vor etwa 37, 38 Jahren, als ganz junger Mensch, habe ich ein Buch gelesen, Musik in der Zwangsjacke, wurde auf die zeitgenössischen Komponisten furchtbar geschimpft, auch über Orff entsetzlich geschimpft und über Schönberg über. Also niedergemacht worden. Aber dieser Autor hat Schönberg ständig zitiert, das Texte, die Schönberg über Musik geäußert hat. Texte aus seinen Bühnenwerken, hat er alle seine Texte selber gemacht und so vieles sehr Informatives. Und das Interessante war, dass mir die Schönberg-Texte viel besser gefallen haben als das ganze Buch. Und dann, ein paar Jahre später, als ich in der Hochschule zwei Jahre lang die Klaviermusikbeispiele, das Klavierbeispiele in der Musikgeschichte spielen durfte, da kam dann Schönberg dran, irgendwann. Und habe ich die sechs kleinen Klavierstücke angefangen. Ich wollte ja schon immer dahin, es war noch die Möglichkeit natürlich gegeben. Und den Walzer, den habe ich dann entdeckt, von Opus 23, den konnte ich dann auf die Schnelle natürlich da nicht spielen. Aber dann habe ich gemerkt, das ist ja unglaublich, das ist ja meine Musik, so als ob dieser Schönberg mein Vater wäre oder irgendeine Verwandtschaft, welche weiß ich nicht. Und das ist der Grund, warum ich mich so einsetze und jetzt nichts anderes getan habe, als drei Jahre lang diese Stücke. Ich kann sie in- und auswendig. Aber vor drei Tagen hat sich das so verwirrt, diese komplizierte Musik, dass ich dann wieder gedacht habe, ich nehme die Noten. Es verbessert es nicht. Man muss es auswendig spielen. Besser ist es, man spielt nur ein Stück oder zwei und nicht alle.